Google schickt auch in diesem Jahr wieder eine neue Pixel-Reihe ins Rennen und das Google Pixel 8 Pro in meiner Hand, welches ich schon seit ein paar Tagen im Alltag nutzen durfte, ist das aktuelle Flaggschiff. Aber es wurde in diesem Jahr im Vergleich zum Vorgänger auch 200 Euro teurer. Ein deutlicher Aufpreis und damit rückt Google relativ nah an die Platzhirsche Samsung und Apple heran. Und da wird sich vielleicht der ein oder andere die Frage stellen, ist es weiterhin eine Preis-Leistungs-Empfehlung? Hat Google auch genug nachgebessert, dass sie sich jetzt dieses preisliche Level erlauben können? Und das wollen wir im heutigen Review nochmal etwas genauer klären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn es euch gefällt oder weiterhilft, denkt auch gerne einen Daumen hoch da. Das hilft mir in diesem Kanal weiter. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir doch direkt ein. Und wir fangen direkt damit an, was einem als erstes auffällt, wenn man das Google Pixel 8 Pro in die Hand nimmt. Das ist das Design, die Haptik und die Verarbeitung. Und da gibt es nichts zu meckern. Die Verarbeitung ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Da bin ich persönlich sehr zufrieden. Und auch haptisch fühlt sich das Gerät durchaus sehr stark wie der Vorgänger an. Ich mag auch das Design mit diesem Kamerabuckel auf der Rückseite, der dafür sorgt, dass das Gerät auch nicht auf dem Tisch wackelt. Das Design ist weitestgehend wie im Vorjahr. Es gibt ein kleines bisschen Feinschliff, der mir persönlich auch sehr gut gefällt. Und auch das, was ihr hier im Video seht, ist die dunkel mattschwarze Version. Ehrlich gesagt, für mich persönlich das Highlight und auch die Farbe, für die ich mich persönlich entscheiden würde, gefällt mir ausgesprochen gut. Das Display auf der Frontseite hat ein Upgrade bekommen. Es ist ein neues Panel, welches bis zu 2400 Nits hell werden kann. Ich glaube, das ist das aktuell hellste OLED-Panel, welches Samsung verkauft. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall eines der hellsten Panels. Es ist ein wirklich gutes Display mit einer Änderung in diesem Jahr. Nicht nur, dass es wieder ein LTPO-Panel ist, es ist komplett flach. Wir haben also keine gebogenen Seiten mehr, was mir persönlich ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefällt, da ich persönlich eher die flachen Displays mit einem symmetrischen Rand drumherum bevorzuge. Bei der Performance schwer zu sagen. Ich weiß, dass im Geekbench oder in anderen Benchmarks der Tensor G3 oft so ein bisschen das Nachsehen hat. Ich muss aber auch ehrlich sagen, im Alltag sieht man diesen oder spürt man diesen Unterschied nicht wirklich. 120 Hertz variable Bildwiederholrate, viel Arbeitsspeicher, 12 GB, schneller Speicher, da ist alles verbaut, damit man ein durchaus flüssiges Erlebnis bekommt und ich persönlich habe da im Alltag jetzt nichts zu meckern. Ich weiß aber auch, dass auf dem Papier es nicht der allerbeste Chip ist, theoretisch gesehen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich erwähne das auch immer bei den Exynos-Chips, wenn man sich ein Samsung-Smartphone verkauft, will es auch an dieser Stelle erwähnt haben. Aber nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle auch sagen, für mich persönlich, ehrlich gesagt, kein großer Nachteil im Alltag. Eine Sache, die mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass die Akkulaufzeit zwar bei normaler Benutzung durchaus gut ist und dass ich da auch gut über den Tag komme, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht daran liegt, dass ich die Geräte vorab bekommen habe. Der Standby-Verbrauch ist in meinen Augen ein kleines bisschen hoch. Ich hatte das jetzt am Wochenende auch mal einen Tag zum Beispiel übrigens auch beim Pixel 8 liegen. Und da hatte ich dann tatsächlich schon 20-30% weniger, was ich doch spürbar viel fand für einen Akkuverbrauch. Ja, ich habe das Always-On-Display auf dauerhaft aktiv, aber so hoch sollte das ehrlich gesagt nicht sein. Ich mal schauen, ob Google da vielleicht auch mit dem ein oder anderen Update nochmal nachbessern kann. Und eine Sache, die man natürlich auch weiterhin erwähnen sollte, die auch gerne kritisiert wird, maximales Laden ist dann mit, ich glaube, das sind 30 Watt beim Pro-Modell, beim normalen Pixel 8 ist es noch ein bisschen weniger. Das ist für das Jahr 2023 nicht mehr ganz zeitgemäß. Vor allem, wenn selbst Samsung, die sich da auch eher zurückhalten, mittlerweile selbst bei 45 Watt ist, da könnte man nächstes Jahr durchaus nochmal ein kleines Upgrade verbauen, dass die Pixel-Smartphones dann endlich auch schneller laden. Ich würde sagen, um die 60 Watt würden da ja auch schon vollkommen ausreichen. Eines der großen Highlights von Google war natürlich schon immer die Kamera in den Pixel-Smartphones, vor allem durch die Optimierung der Software. In diesem Jahr gibt es einen neuen Sensor, es bleibt zwar bei 50 Megapixel, aber der lässt noch ein bisschen mehr Licht rein und man merkt, dass Google da auch nochmal ein bisschen dran geschraubt hat und man etwas bessere Fotos bekommt. Außerdem gibt es beim Pro-Modell, funktioniert theoretisch gesehen, haben jetzt einige herausgefunden, auch auf älteren Pixel-Smartphones, aber es ist exklusiv für das Pixel 8 Pro einen Pro-Modus. Da bekommt man dann noch ein paar extra Features wie eine höhere Auflösung, RAW-Fotos und so weiter. Sprich, finde ich auch schön, dass sich das Pro-Modell dann auch mal ein bisschen mehr abhebt und noch ein paar extra mitbringt, die es eben zu einem Pro-Modell machen. Die neue Kamera für Ultraweitwinkelfotos mit 48 kommt wirklich sehr nah mittlerweile an die Hauptkamera heran, gefällt mir auch wirklich gut. Und der Zoom, da gab es in diesem Jahr ehrlich gesagt kein großes Upgrade, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, beim Pixel 7 Pro war das Upgrade so groß,
Das ist jetzt die gleiche Technologie. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch einen neuen Sensor für die Zoom-Kamera, aber es ist weiterhin die Periscope-Technologie, weiter mit 48 Megapixel. Und da habe ich jetzt im Alltag keinen großen Unterschied gesehen, aber ich würde behaupten, dass das Google Pixel 8 Pro in dieser Kategorie auf jeden Fall zu den Top 5 Smartphones der Welt gehört, wenn es um einen guten Zoom geht. Also dementsprechend bin ich damit durchaus zufrieden und Google hat auch die Videoqualität optimiert. Nicht das Level eines iPhones, aber endlich tut sich da auch mal ein bisschen was, denn bei Fotos ist man ja wirklich ganz oben angekommen. Eine Sache, die vielleicht einige immer wieder kritisiert haben, ist der Fingerabdrucksensor. Und schwer zu sagen, ich finde, er ist zuverlässiger geworden letztes Jahr mit dem Pixel 7 Pro, aber es ist weiterhin nicht der zuverlässigste Fingerabdrucksensor unter einem Display. Da gibt es durchaus Marken, die zuverlässiger und die auch bessere Technologien nutzen und schneller sind. Kann man benutzen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Face Unlock ist meine erste Wahl, wenn es darum geht, ein Gerät zu entsperren. Und das ist in diesem Jahr nicht nur wieder vorhanden, sondern auch endlich so sicher, dass man es für Banking-Apps und für Google Pay benutzen kann und auch zum Entsperren. Und es ist bei mir schneller, wenn ich auf das Gerät schaue, als der Fingerabdrucksensor. Dementsprechend habe ich im Alltag ehrlich gesagt einfach 90% Face Unlock genutzt, da man es jetzt eben auch, wie gesagt, mit Google Pay nutzen kann. Das liegt am Tensor G3-Chip. Google hat ihn so optimiert, dass die Sicherheit trotz einer Frontkamera auf der Frontseite gewährleistet ist. Dementsprechend wäre das eben meine erste Wahl. Bei den Stereo-Lautsprechern hat sich ge gefühlt nichts getan im Vergleich zum letzten Jahr. Also bedeutet, der Speaker unten auf der unteren Seite ist sehr gut und liefert einen wirklich klaren und hellen und auch lauten Sound ab, aber der Speaker in der Hörmuschel ist weiterhin nicht der beste und ist so eine Sache, die man einfach in der heutigen Zeit bei den dünnen Displayrändern, glaube ich, hinnehmen muss, die ich aber weiterhin ein bisschen schade finde. Und wenn wir über die Software sprechen, müssen wir natürlich über Android sprechen und ganz ehrlich, Android 14 ist natürlich die Basis. Klar, das kennen wir von der Pixel-Reihe. Und ich habe damit gerechnet, dass Google bei der Update-Politik endlich mal nachlegt. Ein Punkt, den ich immer wieder kritisiert habe. Drei Major-Updates sind nicht wirklich viel, wenn selbst Samsung vier große Updates bietet. Und dann hat sich Google gedacht, okay, wir bieten einfach 7 Jahre. Major-Updates, Feature-Updates, Sicherheits-Updates. Damit ist man die Nummer eins in der Welt der Smartphones, wenn es um die Update-Politik geht. Man bietet auch mehr Updates als Apple mit dem iPhone an. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, Chapeau Google, gut gemacht. 7 Jahre reichen auch ehrlich gesagt dann vollkommen aus. Mehr müssen es am Ende des Tages nicht mehr sein. Finde ich eine schöne Sache und finde ich auch einen großen Mehrwert in der Zeit, wo man Smartphones in der heutigen Zeit auch einfach ein bisschen länger benutzen kann, da sie ja ehrlich gesagt auch ausgereift sind. Und unter den letzten Punkten würde ich dann vielleicht noch erwähnen, dass es so ziemlich alles gibt, was man erwarten kann. Also eine IP68-Zertifizierung, UWB, also Ultrabreitband, ist hier auch vorhanden. Es gibt USB 3.2, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7. Finde ich ehrlich gesagt auch sehr schön und auch so ein Temperatursensor auf der Rückseite, mit dem ich aber ehrlich gesagt das Ganze eher als Gimmick und nicht als notwendiges Feature bezeichnen würde. Aber von mir aus ist es drin und vielleicht denkt sich Google auch noch was für die Zukunft aus, was diesen Sensor dann entsprechend nutzt. Also ich würde sagen, als reines Flaggschiff ist das ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket. Das Google Pixel 7 Pro startete bei 899 €, was letztes Jahr bei den ganzen Preiserhöhungen weiterhin ehrlich gesagt ein sehr, sehr attraktiver Deal war. Und ich habe es auch dementsprechend immer wieder gerne empfohlen und gesagt, schaut es euch vielleicht mal an. Für ein paar Euro weniger bekommt ihr da ein wirklich sehr gutes Smartphone. Jetzt ist man bei 1100, also 1099 € angelangt und ist damit sehr, sehr nah an den Flaggschiffen von Samsung, Apple, Google und auch Xiaomi angelangt. Aber ich finde ehrlich gesagt, Google kann da auch locker mithalten. Es gibt kein Smartphone auf dem Markt, was ein besseres Display besitzt, also kaum eins, was heller wird. Es gibt, das Design ist bei Weitem bei allen Smartphones der heutigen Zeit relativ ähnlich und es ist hochwertig verarbeitet. Es gibt eine gute Hauptkamera, gute Ultraweitwinkelkamera und eine gute Zoomkamera und auch für Android eine gute Videokamera. Es gibt beim Prozessor vielleicht eine kleine Schwäche, also da ist der Snapdragon 8 Gen 2 und auch der kommende Gen 3 mit Sicherheit eine Ecke besser, aber ich finde, das ist jetzt bisher auch kein großer Kritikpunkt, den ich jetzt speziell hervorheben würde. Die einzige Sache, die mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist ehrlich gesagt aktuell die Akkulaufzeit. Die ist zwar im Alltag mit Display an ganz gut, der Standverbrauch ist allerdings ein bisschen hoch und eine Schnellladefunktion, wie man sie bei anderen Android-Smartphones kennt, ist hier halt leider nicht vorhanden. Das wäre so ein Punkt, bei dem Google dann mit dem 9 Pro durchaus nochmal nachlegen könnte, denn vor allem beim Akku, da ist noch ein kleines bisschen Luft nach oben. Aber abgesehen davon, und ich finde, 1100 € sind zwar eine ordentliche Preissteigerung, 200 €, ich fand das Pixel 7 Pro ehrlich gesagt aber letztes Jahr auch in der Ecke günstig für ein Android-Flaggschiff, die ja mittlerweile bei 1200, 1300 € angekommen sind. Von daher finde ich die Preiserhöhung natürlich schade. Ich hätte mir auch 999 € gewünscht, dann wäre es ein wirklich extrem guter Deal gewesen, aber ich finde auch 1099 € sind ehrlich gesagt ein guter Preis.
aber auch ein bisschen schade, dass man weiterhin bei 128 GB Speicher startet. 256 GB Speicher wären für die heutige Zeit dann natürlich auch langsam angebracht. So, das war mein persönliches Fazit zum Google Pixel 8 Pro. Für mich ehrlich gesagt eines der besten, wenn nicht sogar das beste Android-Smartphone in dem Bereich der Flaggschiffe in diesem Jahr. Und wenn ich überlegen müsste, ob ich mir jetzt ein Xiaomi 13 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra oder ein Pixel 8 Pro holen würde, ich glaube, meine Wahl würde auf das Pixel fallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, stellt mir die gerne jetzt in den Kommentaren. Ich werde das Gerät natürlich weiter noch im Alltag testen. Vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Folgevideo, denn ich habe noch eine kleine Idee dazu. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.